Können Sie sich noch erinnern, was Ihre ersten Eindrücke waren, die Sie so hatten, als Sie nach Deutschland gekommen sind? Das war 74, Moment. 74, ja. Ich bin im Frankfurter Flughafen angekommen. Im Juni und alles war grau. Der Flughafen. Und dann bin ich gegen irgendjemand, also voll rein, also gelaufen. Ein Mann in grauer Anzug mit grauen Aktentasche und grauer Haare. Und dann sagte, entschuldigen Sie. Und plötzlich ist es mir aufgefallen, dass alles auf Deutsch ist. Und dann hatte ich eine, also reine Panik. Also habe ich gedacht, nee, das schaffe ich nicht. Naja, dass alles ziemlich grau war. Außer dem Grauen, was Ihnen nicht gefällt, was gefällt Ihnen an Deutschland? Schwierige Frage. Ja, was gefällt mir? Besonders. Was gefällt mir an Deutschland? Haben Sie in Berlin zum Beispiel, ja, muss ich sagen, also, was mich in Berlin wirklich Freude macht, ist, dass es so viel Kulturelles gibt. Und dass auch man. Dass es sehr lebendig ist für eine Stadt. Ne? Also für mich, ich fühle mich sehr wohl in Berlin. Mehr in Berlin als also alle anderen deutschen Städte, muss ich zugeben. Aber irgendwie, dass sie auch, dass Leute auch in die Straßen sind, was, also die Straßen auf und runter gehen, was in den Vereinigten Staaten kaum der Fall ist. Nur in New York. Aber sonst, also lebt man nicht auf der Straße. In Berlin kann man das einigermaßen tun. Es wird uns aber trotzdem immer vorgeworfen, dass wir steif seien. Ist das auch Ihre Erfahrung? Ja, das stimmt. Leider muss ich sagen, ja. Die Leute lächeln nicht. Und also kaum auf der Straße. Entschuldigen Sie sich nie, wenn man in Sie hineinläuft oder wenn Sie sich einlassen? Manchmal schon, aber naja. Na, wir sollten zum Abschluss zumindest noch mal was aus Ihrem Buch Thomas und Beulah auch Sie lesen lassen, damit man mal wenigstens einen kleinen Eindruck kriegt. Wir haben ein Gedicht abgesprochen, was Sie gerne lesen würden. Ja, Sie lesen das auf Deutsch, das sagen wir davor. Ja, ich lese auf Deutsch, in der Übersetzung von Karin Graf. Und dieses Gedicht ist im zweiten Teil des Buches. Das Buch ist in zwei Teilen gemacht worden, geschrieben worden. Der erste Teil von Gesichtspunkt des Mannes und der zweite von seiner Frau. Also das ist Beulahs Version von der Werbung, also wie Thomas sie um die Hand betet. Wozu ich auch sagen muss, dass Thomas eine Mandoline spielt. Werbung Unterwerfung. Ein gelber Schal gleitet durch seine Finger, als schmelze er. Thomas betupft sich die Stirn. Und jetzt die Mandoline, eilfertig, obwohl der Abend, wie man sagt, jung ist, obwohl sie entgegenkommend ist. Psst, die Saiten klingen, schönste, allerschönste. Zigarrenkistenmusik. Sie hätte viel lieber ein Pianola und Parfum in himmelfarbenen Flakon. Nicht jenen Schal, gelb wie Butter. Nicht seine Hände, kühl wie Münzen. Vielen Dank.